Und ich habe immer, während ich gearbeitet habe, Songs geschrieben. Zum Teil in einem Laden Songs geschrieben, immer in der Arbeit, auf kleinen Zettelchen die Songs gemacht und so. Und immer weitergegangen. So. Und ich weiß echt, was es bedeutet, einen harten Weg zu gehen, weil die Leute denken eben auch oft so, ja cool, der hat jetzt Erfolg und der macht sein Ding und geil und so. Und ja, du hast es so leicht, höre ich auch oft so, du hast so eine tolle Gabe und so. Und dann denke ich mir auch so, fuck it, man, das ist keine, nicht nur eine geile Gabe, das sind einfach 18 Jahre lang super harte Arbeit gewesen. So. Vor 5 Jahren habe ich halt gemerkt, okay, hier und da sind einfach falsche Glaubenssätze und Blockaden in meinem Kopf, Denkansätze, die einfach falsch sind. So, als ich die gelöst habe, ging die Nummer voll klar. Aber die Nummer wäre nicht klar gegangen, wenn ich nicht vorher schon 15 Jahre lang oder 12 Jahre lang Texte schreiben geübt hätte. Es ist so spannend, weil ich glaube, das ist so ein klassisches Vorurteil, dem du da begegnest. Sobald man den Erfolg von jemand sieht, denkt man, dem ist es in den Schoß gefallen oder irgendwie hat der was besser oder er hat mehr als ich oder mehr mitbekommen. In meinen Augen ist es so, das größte Missverständnis eigentlich, das es so gibt, ja, so nach dem Motto, eine Gabe ist etwas, wo man sich dann auch zwangsläufig sofort unbedingt toll damit fühlt und das alle bewundern. Wenn du nicht einfach bereit bist zu sagen, ich mache das jetzt entgegen aller Widerstände, wie willst du dann das, was dabei rauskommt? Da kann nichts dabei rauskommen, wenn du das so stiefmütterlich behandelst. Ja? Ja, also es waren wirklich Zeiten, wo ich gemerkt habe, okay, also es geht einfach nicht klar, aber ich muss das machen. Es gab keinen anderen Weg für mich. Wenn ihr den Weg konstant und kompromisslos geht, dann wird es einen immer begleitbar. Ja? Also dann setzt du dich sanft, aber beharrlich eben durch. Und ich habe das bis jetzt, egal in welchem Bereich, dass ich immer wieder sagen darf, so nee, so, das I did it my way einfach. So, keiner wird den Traum für mich wahrmachen, deswegen muss ich den Weg so auch gehen.